Servus Leute, zu diesem kleinen Tutorial zum Download meiner Stronghold Crusader Flat KI Mod. Und genau, zuerst mal, wie komme ich an den Mod? Ich habe auf dem Discord-Channel von Udwin unter dem Reiter Community Content Download den Link geschickt. Und dieser ist auch unter diesem YouTube-Video zu finden in der Videobeschreibung. Den zuerst einmal einfach anklicken und den könnt ihr hier normal runterladen. Das ist dann eine ZIP-Datei, die muss danach entzippt werden. In meinem Fall habe ich diese schon. Genau. Das sind dann die ganzen Dateien, die da enthalten sind. Es ist ja auch eine Anleitung enthalten. Aber diese ist jetzt eher knapp gehalten und deswegen mache ich dieses Video, um das Ganze nochmal ausführlich zu erklären. Genau, zuerst einmal müsst ihr den Patch runterladen, und zwar den Unofficial Stronghold Crusader Patch. Genau, den hier, Unofficial Crusader Patch, Version 2.12 oder eventuell besser, weiß ich aber nicht, ob die nächsten Version das noch unterstützen werden, aber im Normalfall sollte es schon der Fall sein. Jedenfalls diesen Patch dann ausführen. Und hier müsst ihr zuerst mal den Pfad auswählen, wo ihr euer Stronghold gespeichert habt. Und ja, dann auf Weitergehen. Und hier könnt ihr dann die Einstellungen auswählen, die ihr haben wollt. Ich lasse es jetzt einfach alles mal standardmäßig. Genau, AIVs könnt ihr im Prinzip auch schon runterladen, egal welche, aber sobald ihr einmal ja, die AIC durch die Flat AIC ersetzt habt, solltet ihr das nicht machen. Hat den Grund, weil die Flat KI die in die SAR-KI ersetzt und durch den Download der gefixten Burgen zum Beispiel würden dann die Burgen von meinem Mod nochmal überspielt werden und es würde dann dazu führen, dass ja, Vlad quasi die Burg eines Nissars bekommt, mit denen er aber nichts anfangen kann. Also am Anfang geht es noch, aber danach nicht mehr. Genau, dann hier unter dem Reiter AIC, das ist eigentlich die wichtigste Einstellung. Hier ist es wichtig, dass ihr auf Export geht. So, dadurch wird in eurem Stronghold Crusader Ordner ein AIC Ordner eingefügt. Ich muss es jetzt mal finden. Hier, genau, AIC. Und der ist jetzt zuerst mal mit der Vanilla AIC überschrieben. Aber wir wollen hier ja unseren Flatmod rein. Und dafür öffnen wir in dem Ordner, den wir gedownloadet haben, den AIC-Ordner, dann den Flat 2, die Datei, löschen die Vanilla-Datei und fügen unsere ein. Dann können wir hier rausgehen und jetzt können wir im Prinzip im ja, Layout vom Crusader Patch das Ganze aktualisieren. Sieht man schon, hier ist eine neue dazu gekommen. Diese wird dann ausgewählt. Die anderen beiden bleiben ausgewählt und dann gehen wir auf Installieren. Das Ganze fertig installiert ist, können wir das schließen. Und jetzt machen wir noch die restlichen Einstellungen. Das können wir auch in der Zeit schließen. Und zwar zuerst einmal die IVs müssen ersetzt werden, das ist wichtig. Genau, und dann einfach Dateien im Ziel ersetzen. Wichtig ist,
von den Dateien, die ersetzt werden jetzt, zuvor eine Kopie zu machen, also nicht nur von den AIVs, sondern auch von der Vanilla AIC, da ihr sonst schwer wieder daran rankommt. Und ja, wäre blöd, wenn es für immer dann gelöscht wäre. Genau, das gleiche machen wir dann auch mit Bings, FX und CR. Die alle kopieren aus unserem gedownloadeten Ordner und in den Stronghold-Ordner einfügen. So, Dateien und Ziele setzen. Und CR zum Beispiel, die Datei ist für den Text verantwortlich, also dass jetzt unsere KI nicht als Nisar bezeichnet wird, sondern als Vlad. Und auch, dass zum Beispiel die Untertitel bei einer Nachricht geändert werden. So, genau, dann hätten wir das alles. Dann tun wir noch die zwei Bilder und Stronghold Image Toolbox in unseren Stronghold Ordner einfügen. Und das ist jetzt wichtig, um das Bild der KI zu bearbeiten. Genau, da machen wir auf die Anwendung Stronghold Image Toolbox einen Doppelklick. Da müssen wir jetzt erstmal unseren Stronghold Crusader Dateipfad öffnen. Das ist bei mir unter das Top und da, genau. So, und jetzt öffnet sich das Programm. Und hier gehen wir jetzt unter GMI auf der linken Seite. Scrollen wir runter bis Interface 2 war das, glaube ich. Genau. Öffnen sich hier ja, die Texturen quasi von Einheiten, etc. und auch von den KIs. Und da bei uns die Nisar-KI ersetzt wird, wählen wir das Nisar-Bild aus. Einfach ganz normal anklicken mit einem Linksklick und gehen dann auf Editieren. Gehen danach auf Next in Checked und wählen dann Nisar-Vlad-Icon aus. So, dann sehen wir hier, so sieht dann quasi unsere KI im Spiel dann aus. Und dann gehen wir auf Apply. Und genau das machen wir jetzt noch hier unten mit der kleinen, mit der kleinen Bilddatei wieder auf Next incheckt und dieses Mal nisar-vlad-icon-small auswählen und dann auf Apply. Und dann gehen wir noch auf Save. Dann kann das Fenster geschlossen werden. Und ja, mehr ist es im Prinzip nicht. Jetzt könnt ihr einfach ganz normal die Datei öffnen, Stronghold Crusader. Und genau hier sehen wir schon, der Patch ist runtergeladen. Und genau, die Vlad-KI ist auch drin. Man sieht auch, dass der Text da ist. Der Name stimmt auch überein, genauso wie das kleine Bild hier. Und ich schaue noch, ob das auch mit den Burgen hinhaut. Er war schon mal die richtigen Farben. Sieht bis jetzt auf jeden Fall gut aus. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Burg von ihm, genau. Ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass das Video euch weitergeholfen hat. Ein genaues Vorstellungsvideo zu der KI an sich wird auch die Tage dann folgen. Und ja, wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Und die KI hier kriegt gerade nichts hin, weil sie
keinen Zugangsort schaffen kann, aber ja, ist ja nur ein Test. Und jedenfalls dann bis zum nächsten Video.